Schnibbel die Stopp und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA. Ach. Schnibbel die Stopp und hallo Rio und herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt mit mir, dem Nefkara. Und ich hatte gerade kurz noch eine andere Ansage gemacht, wo ich FIFA gesagt habe, weil ich ein Lappen bin und ich bin müde momentan. Chronisch müde. Und die Quest werden wir gleich machen, aber erstmal ist die Quest dran. Als allerletzte Quest. Und dann werden wir uns mit der wahrscheinlich letzten Quest befassen. Sollte dem so sein, werdet ihr das schon daran merken, dass die Folge dann 50 plus lang ist. Also die letzte Folge wird als ein Brocken hochgeladen. Dementsprechend hättet ihr dann als One Part das Ganze. Bin nur Level 34 geworden, ehrlich gesagt, ärgerlich. Ich glaube 35 hätte man werden können oder 36. Ich glaube, meine Freundin ist 35 Ende geworden mit allen Quests, mit Gwind auch. Ärgerlich, dass ich das nicht geschafft habe. So. Bis zum Add-on könnte es noch was dauern. Übrigens, StarCraft ist gestern wieder bei uns erschienen, ja. Für die, die es nicht bemerkt haben. Ich glaube, das kann man gar nicht übersehen. Ich werde mir genau angucken, wie viel Klicks das macht, wie das laufen wird. Sollte das nicht gut laufen. Oh, hallo. Los, meine Lieben, an die Arbeit! Du Dreckshexer! Level 7? Ich bitte euch. So, die letzte, der letzte Hexerauftrag, den wir haben. Hast du die Nachricht ausgehängt? In der Tat. Hans von Zidaris, Söldnerhauptmann. Ich weiß von einem Monster, das erschlagen werden muss. Interesse? Über welche Art von Monster reden wir? Es war so. Radovid hatte mich und meine Leute angeheuert, war aber mit dem Lohn seit Wochen im Verzug. Und ich will verdammt sein, wenn wir unser Leben umsonst riskieren. Da gebe ich dir völlig recht, aber du wolltest mir vom Monster erzählen. Richtig. Wir kamen her, schlugen das Lager auf und es zeigte sich, dass irgendeine Bestie die Gegend unsicher macht. Wir wollten den Leuten hier helfen, schnappten unsere Waffen und brachen auf. Kurt und ich nahmen den einen Weg, Gerd und Henk den anderen. Gerd und Henk kehrten nicht zurück. Was immer es hat sie erwischt. Das ist eindeutig ein Fall für einen Fachmann. Darum haben Kurt und ich eine kleine Belohnung zusammengelegt. Wir hoffen, dass einer den Leuten hier hilft und unsere Kameraden rächt. Schrecklich nobel von euch. Ha! Söldner, wir haben auch unsere Ehre. Nun, Meister Hexer, was sagst du? Nimmst du den Auftrag an? Reden wir über die Belohnung. Darüber, dass sie einfach nicht ausreicht. Oh, die geben aber viel Geld eigentlich. Ich hätte das Vieh selber gejagt, wenn ich gewusst hätte, wie viel du dafür haben willst. Pech, sei's drum. Na schön. Wo soll ich suchen? Südlich von hier. Da haben wir uns getrennt. Und Gerd und Henk zum letzten Mal lebend gesehen. Und dann ist es soweit. Dann ist es bald soweit. Die letzte Folge aus The Witcher 3 Wild Hunt. Und dann kommt Witcher 3 Hearts of Stone oder so. Meine ich. Ist ja das erste Add-on. Nennen wir es mal beim Namen. Es ist wirklich ein Add-on. So groß wie das ist. Voll die Beleidigung, das als DLC zu nehmen. Piss dich. Menschlich. Klauenspuren, Bissspuren, Rüstung zerfetzt. Augenscheinlich keine weiteren Toten.
Hm, Flugmonster. Hatte die zweite Leiche in den Klauen. Hat nicht alles auf einmal ins Nest gekriegt. Stück für Stück der Spur folgen. Naja, Stück für Stück. Folgen einfach der Spur. Zack, 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 zack. Ist ja nicht so, als wären wir tausendmal stärker inzwischen als so Wölfe. Ich bringe die ja um durch Berührung. Hier endet die Spur. Die verdammten Vögel müssen den Boden freigepickt haben. Aber den Rest der Leiche dürften sie auch gefunden haben. Ich muss nur dem Gekrächze folgen. Mal voll das gruselige Geräusch. Krähen mit Hexersinne. Ein Herzgreif. Ja, komm. Relativ schnell erledigt. Es war ziemlich easy, das Ding. Gibt ja momentan auch da nicht mehr so viel, was so ein Gegner gegen uns machen kann, ehrlich gesagt. Gucken wir uns mal die Rüstung an. Die ist schon cool. Das ist eine schwere, ja, ja. So, gucken wir mal kurz nach. Was gemacht hat, Chance auf Verstümmeln. Danke, aber nein, danke. So. Stufe 35. So. Läuft bei uns wirklich gut eigentlich. Ja, irgendwie habe ich gedacht, dass 150 Folgen schaffen, dass ich 150 Folgen schaffen könnte. Ist doch vielleicht ärgerlich, dass wir vielleicht bei 143 stagnieren oder so. Ja, ja, Bär, mir egal. Beruhig dich. Plätze, alles ist gut. Kann eh nichts gegen uns machen. Der mich abmountet, ist ja eh Geschichte. Also von daher. So. Das ging schnell. Der wollte uns auch. Und? Schon Fortschritte? Das Monster ist tot. Ich habe es erschlagen. Es war ein Greif. Ein Erzgreif, um genau zu sein. In dem Fall bin ich dankbar. Erzdankbar. Deine Belohnung. Danke. Und holt in Zukunft einen Hexer, bevor es zu Blutvergießen kommt. Ja. Läuft. Ich gab vor allen Dingen Geld. So. Hab schon Plätze. Auch die haben wir geschafft. Eine weitere Quest beendet. Hier nicht irgendwo ein Schnellreisegedöns. Ja, ich halt direkt auf zu. Sehr schön. Die Haus, das Haus an de schieß mich tot hier direkt vor mir. Ah fuck, halt falsch. Ich reite falsch. Hier ist das. So. Auf zur letzten Quest vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Was könnte halt so soweit sein? Wo wir gerade Docks. Viel Geld haben wir nicht mehr. Haben viel Geld momentan verschossen gehabt, darin unser Equipment aufzustocken.
Und zu schmieden vor allen Dingen. Ist halt jetzt soweit, ne? Da ist das Schiff. Aber lag auf dem Schiff schon. Wenn das nicht stimmt, es stimmt. Wenn ihr helft, Ciri vor der wilden Jagd zu beschützen, gewährt der Kaiser euch Amnestie. Ich hoffe, wir können dir trauen. Das könnt ihr. Was ist mit Fringilla? Das weiß ich nicht, aber ich frage ihn danach. Ihr habt kaum Hallo gesagt und schon plant ihr wieder etwas. Das liegt eindeutig in unserer Natur. Höre ich recht? Du hast den Kaiser überzeugt, sie zu begnadigen? Sofern sie uns helfen, Ciri zu verteidigen. Schwer zu glauben, dass der Kaiser sich auf so einen Handel einlassen würde. Wenn du es nicht glaubst, dann nicht. Das ist mir gleich. Wie war der Teil mit Fringilla? Triss hat mir erzählt, dass ihr sie nicht erreichen konntet. Vielleicht, weil sie im Verlies des Kaisers sitzt und Ketten aus dem Eritium trägt. Das hat Rita jedenfalls angedeutet. Dann hat der Kaiser vergessen, dir das zu sagen? Das gefällt mir nicht. So war das nicht abgemacht. Wenn alles vorbei ist, muss ich ein offenes Gespräch mit dem Kaiser führen. Komm, sie warten alle auf uns. Das lange Gesicht. Hast du dich eingeschissen? Wie fühlst du dich? Besser, danke. Wenn du nicht rechtzeitig gekommen wärst, hätte alles viel schlimmer ausgehen können. Ich schulde dir was. Bedank dich bei Yennefer. Es war ihre Idee. Ich dachte, Margarita Lauxantil wäre die Letzte, die sich von Hexenjägern fassen lässt. Das stimmt, wenn es nur mich betroffen hätte. Du vergisst, dass ich meine Studentinnen berücksichtigen musste. Ich wusste, dass die Jäger schließlich Aretusa erreichen würden. Es war nur eine Frage der Zeit. Als ich hörte, dass Triss seine Fluchtroute nach Govia organisierte, sah ich keinen Grund zu zögern. Ich sammelte meine Novizinnen und wir ritten nach Novigrad. Leider wurden wir gefasst und in Deriad eingesperrt, bevor ich Triss kontaktieren konnte. Ich habe gar keine anderen Zauberinnen bei dir gesehen. Weil sie schon hingerichtet wurden. Verbrannt, lebendig, eine nach der anderen. Die talentiertesten Mädchen des Nordens. Radovid hat mich für den Schluss aufgehoben. Wenn du hier bist, was ist dann aus Aretusa geworden? Am Tag meiner Ankunft in Novigrad erhielt ich eine Botschaft von Biruta Ikati. Kurz und bündig. Schule von Redanian überrannt. Die Bibliotheken brennen. Eine Handvoll Studentinnen ist mit Nina Vivero geflohen. Die anderen sind tot. Es ist vorbei. Später erfuhr ich, dass Priester des ewigen Feuers in den Ruinen der Akademie standen und dem Opfer sprachen, dass diese Strafe alle Magier und Verräter erwarte. Leb wohl, Rita. Tja, Philippa ist auch schon an Bord. Seinerzeit, dass wir das auch tun. Schon gut. Ist das langweilig? Du machst mich ganz nervös. Geralt? Denkst du manchmal über die Vergangenheit nach? Über deine Zeit bei der Jagd? Manchmal. Ich staune, dass wir noch leben. Eredin hinterlässt doch sonst keine Zeugen. Diesmal ja auch nicht. Ich habe das Gedächtnis verloren, als ich der Jagd entkam. Ach ja. Deine berühmte Amnesie. Du hattest keine? Nur kurz. Mein Gedächtnis ist schnell zurückgekehrt, als die Magier des Kaisers mich in den Fingern hatten. Als die wilde Jagd dich hatte, haben sie dir hoffentlich nichts getan. Wenn doch, dann weiß ich es nicht mehr. Die ganze Zeit ist nur eine Abfolge schemenhafter Bilder. Blut und Feuer. Eine wüste Jagd durch verschiedene Welten. Alles in Nebel gehüllt. Aber ich erinnere mich daran, dass du kamst und dein Leben gegen meines eintauschen wolltest. Ich konnte dir damals gar nicht danken. Du hättest für mich dasselbe getan. Deine Sicherheit rührt mich. Aber du hast mir noch nicht gesagt, wie du entkommen bist. Das wüsste ich selber gerne. Manchmal erinnere ich mich, wie ich vorwärts preschte. Rote Reiter um mich. Dann bin ich plötzlich im Wald bei Kaer Morhen.
Das ist alles. Was genau wollte Eredin eigentlich von dir? Dasselbe wie von dir. Weißt du nicht mehr? Ich weiß fast nichts mehr von meiner Zeit bei ihnen. Wir waren Köder, Geralt. Wir beide. Eredin glaubte, Ciri würde uns früher oder später retten wollen und er könnte sie dann fangen. Zum Glück ist sie nicht drauf reingefallen. Wie bist du von der kaiserlichen Geisel zur kaiserlichen Verbündeten geworden? Eines Tages ging die Zellentür auf und da stand nicht der übliche Offizier, sondern Emhyr. Er versprach, mich freizulassen und mir freie Herrschaft über die kaiserliche Schatzkammer zu lassen, sofern ich täte, was er verlangte. Er hat dir von Ciri erzählt und du hast sein Angebot angenommen. Warum? Gemeinsame Ziele führen zu seltsamen Allianzen. Ich wusste, dass ich Ciri vor Eredin finden musste. Und wenn irgendwer die Macht und die Mittel hatte, mir zu helfen, dann der Kaiser. Außerdem, schließlich und endlich, ist er auch ihr Vater. Warum hast du nicht nach mir gesucht, als du deine Erinnerung und deine Freiheit zurückhattest? Ich nahm an, dass du dich rasch erholen und mich zuerst finden würdest. Du hattest die Hilfe von Magiern. Ich war allein. Nun, nicht so ganz allein. Außerdem wusste ich, dass du vor der Jagd geflohen warst. Eredin hätte dich niemals gehen lassen. Mir hat er das Gedächtnis gelöscht, aber du warst entkommen. Es war naheliegend, dass er deins nicht löschen konnte. Und dann deine Hexermutationen. Ich rechnete damit, dass sie schlimmere Verwüstungen verhindern würden. Aber da ist noch etwas, das ich nicht aus dem Kopf kriege. Was denn? Yen, darf ich dich kurz sprechen? Warum? Um mich zu fragen, ob wir Freunde bleiben können, trotz allem? Nein, ich meine... Ach komm, Geralt. Ich kenne dich. Gut genug, um genau zu wissen, was zwischen dir und Triss läuft. Nun, ich kann nicht behaupten, ich wäre nicht versucht zu... intervenieren, aber ich glaube, ich werde es nicht tun. Wie findest du das? Eigentlich wolltest du dich mir ja erklären. Doch statt mich über dein Gestammel totzulachen, hab ich dir deine Arbeit abgenommen. Sieht ganz so aus. Aber genug jetzt der Rührseligkeiten. Wir haben Arbeit vor uns. Schon vergessen? Danke, Yen. Bis dann. Es sind alle da. Du warst der Letzte. Können wir Segel setzen? Lichten wir den Anker. Damit wäre der Aufenthaltsort seiner kaiserlichen Hoheit geklärt. Will er Skellige erobern? Er weiß doch, das sind meine Freunde. Er will dir die Inseln geben, mit Sintra und dem Rest des Kaiserreichs. Es gibt auch eine positive Seite davon. Tatsächlich? Der Kaiser hilft uns beim Kampf gegen die Jagd. Und wir haben gerade Fringilla Vigo gefunden. Schnell, wir müssen den Sonnenstein finden. Danach haben wir auf Skellige wohl genug zu tun. Wir brauchen Fringilla Vigo hier.
Könnt ihr mich auf Emirs Schiff teleportieren? Ausgeschlossen. Das ist besser abgeschirmt als die Schlafstätte des Kaisers. Wir könnten es natürlich mit Gewalt versuchen. Wir brauchen Fringilla gesund und munter. Meinst du, sie wissen, dass wir hier sind? Emirs Magier? Natürlich. Wenn die Angelegenheit mit Fringilla Vigo geklärt wäre, würden sie sie wohl in ein Beiboot setzen und rüberschicken. Sie ist durchaus nicht geklärt. Der Kaiser hat der Loge Sicherheit so gesagt, aber... Fringilla ist eine heiklere Angelegenheit. Sie ist seine Untergebene und offiziell zum Tode wegen Verrats verurteilt. Du wirst rausfinden müssen, was Em hier mit ihr vorhat, sobald wir eine Möglichkeit gefunden haben, dich aufs kaiserliche Flaggschiff zu werfen. Ich gehe selbst auf das Schiff des Kaisers. Du willst schwimmen? Mit zwei Schwertern auf dem Rücken? Du wirst abgeschossen wie eine Ente, bevor du weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt, sagen kannst. Keine Panik. Er schafft das schon. Versuch es nachts. Da sind deine Chancen besser. Und wenn du an Bord bist, zeig seiner Majestät diesen Brief. Übergib den Brief nur dem Kaiser. Wir sollten ihn an sein Versprechen erinnern und daran, was er davon hat. Wir wissen doch noch nicht mal, was der Sonnenstein ist. Er wurde geschaffen, damit die Bergelfen die Schiffe der Enelle herbeirufen konnten. Jetzt ist er nur noch ein Symbol für die vertane Chance, die beiden Stämme zu einen. Was? Ihr kennt tatsächlich alle die Geschichte von Gealphan und Dilian von der Weißen Flotte nicht? Ich wüsste lieber, ob wir den Sonnenstein verwenden können. Du? Nein. Ich? Natürlich. Mit ein klein bisschen Hilfe von den Zauberinnen. Von denen sich einige unter Deck übergeben, während andere weiterhin unerreichbar sind. Bitte erzähl's uns. Ich liebe Elfenlegenden. Gealphan war ein Wissender des Erbenvolks. Er verliebte sich in eine Elfin der Enseide, Dilian. Doch sie verschmähte ihn. Geralt hat gescherzt. Zu spät. Schadet nicht, wenn ihr es wisst. Am Tag, als die Weiße Flotte Segel hissen sollte, gab Gealphan Dilian ein Geschenk. Den Sonnenstein. Er glaubte, Dilians Herz würde sich eines Tages erwärmen. Und wenn ihr Verlangen nach ihm erwachen würde, sollte sie ihn mit dem Sonnenstein zu sich rufen. Auch wenn er Welten entfernt sein sollte. Klingt vielversprechend. Hoffen wir, dass wir mehr mit dem Sonnenstein anfangen können als die Elfin. Der Sonnenstein ist auf Skellige? Woher wissen wir das? Aus Legenden. Elfenlegenden. Er liegt, wo vor Jahrhunderten die Weiße Flotte gelandet ist. Also irgendwo auf irgendeiner der Inseln. Herrlich. Moissac, ich rede mit ihm. Weißt du, wo er ist? Ich frage beim Hafen. Da liegen Krachs Langschiffe verteut. Ich bin weg. Viel Glück. Tja. Du würdest einen guten Seemann abgeben. So, jetzt haben wir der Sonnenstein und wenn wie die Vigo. Bis die Kotzerei. Erstmal nach Krachfall, nach Monster fangen. Wolf, hast du gesehen? Die schwarzen Hunde in ihren mickrigen Schüsseln. Sie kläffen und hoffen, dass wir uns fürchten. Ich hab sie gesehen. Wo ist Moissac? Bei Lugus. Dem ist ein Ankret auf dem Thron ein Stachel im Arsch. Erst recht jetzt, wo er die Schwarzen gesehen hat. Der Druide redet ein Wörtchen mit diesem zurückgebliebenen Tropf. Ich werde Moissac aufsuchen. Muss mit ihm reden. Geh. Und wenn du diesen Sausack Lugos siehst, dann sag ihm... Ach, besser nicht. Der Druide macht das schon. Leb wohl. Tja, ist wohl so. Dann sind wir halt auf Skellige angekommen. Das wird ziemlich interessant werden.
werden erst den Sonnenstein machen. Das geht doch nicht zu beeinflussen. Ach lol, die sieht aus. Kollisionsabfrage. Noch ist hier nichts vorbei. Jetzt kommt erst der Sonnenstein dran. Kermere oder so. Da müssen wir jetzt hin. So. Letzte Nacht war... Ich erinnere mich, hier war ich mal im Gefängnis drin. War ganz schön behindert. Ah, wie gesagt, Technik ist auch noch ein bisschen was. Allein das oder das macht es jetzt nicht aus. Ich kniee nicht vor einem Ankret nieder, niemals. Ist das klar? Du hilfst lieber den Schwarzen? Pfah, eher würde ich den verdammten Erscheinungen von Murhoch helfen, als Krach die Skellige regieren zu lassen. Und deine Männer, was sagen die? Folgen sie dir, wenn die Jarls dich einen Verräter nennen? Das hier ist mein Land, Druide. Hüte deine Zunge. Wie nennst du es denn, wenn nicht Verrat? Ist das dein Gebell, bevor du beißt? Sollt ihr Krach meinen Kopf bringen? Nur zu, versucht doch ihn zu kriegen! Auf sie! Ich reiß zurück. Dir die Nüsse ab, du Mane! Das ist schon ziemlich dämlich, ne? Blöd. Schöner Move. Blut, Blut. Ich hoffe, das war sein Kopf. Lass mich mal kurz dahin. Voll die Idioten. Meister, komm mit. Geh gleich raus. Wollen die Lappen denn machen? Mann, Gott. Richtig behindert. Meister. Komm, wir sollten hier nicht bleiben. Ja, wir laufen ja und laufen ja. Dreht endlich mit mir, du Lappen. Komm. Wir sollten hier nicht bleiben. Alter Mäusack. Jetzt sind wir hier schon unten.
immer noch das Territorium von ihm. Ich hasse verbackte Quests. Geht doch. Nun, Geralt, ich sehe, dass kein Streit in Skellige ohne dich auskommt. Gemein und unwahr, Moissac. Mir scheint, ich habe sogar einige verpasst. Krachs Abkömmling sitzt auf dem Thron. Und das ist dein Werk. Ich fürchte, du hast einen kleinen Bürgerkrieg losgetreten. Seit Ewigkeiten hatten die Skelliger im Kampf um die Krone ihr Blut vergossen. Das war dort so üblich und nur eine Frage des Ausmaßes. Doch das blutige Bankett auf Kaer Trolde war anders. Es war unehrenhaft und verräterisch und musste aufgeklärt werden. Einmal mehr Hexerarbeit. Arbeit, die in der Krönung der neuen Königin von Skellige gipfelte. Der Clan Drummond wird wohl früher angreifen als erwartet. Hat Krach dich nicht geschickt, um eine Einigung mit Lugos zu erzielen? Einigung? Nur Krach hat geglaubt, dass die jetzt noch möglich wäre. Dann habe ich dir die Tour nicht vermasselt? Diesmal nicht. Lugos Tod wird einiges ändern. Sein Vetter, der jetzt Jarl wird, ist ein schwacher Anführer und dumm dazu. Dieser Krieg beginnt bald. Und noch schneller wird er vorbei sein. Aber warum bist du nach Skellige zurückgekehrt? Kommt Ceres einigermaßen zurecht? Die hätte das Zeug zu einer exzellenten Königin, wenn sie nur aus dem Schatten ihres Vaters treten würde. Jeder außer Lugos hat ihr Unterstützung zugesagt. Aber sobald die kaiserliche Flotte am Horizont erschien, hat der Jarl die Dinge selbst in die Hand genommen. Und Hjalmar? Der Knabe hat dreimal die kaiserliche Flotte überfallen. Dreimal gegen Krachs Willen, dreimal ging's schief. Und er findet trotzdem Freiwillige für das nächste Mal. Ja, das ist Hjalmar. Hör zu, Moissac. Weißt du etwas über den Sonnenstein? Der Legende nach ist er irgendwo auf Skellige. Erst die Maske von Ouroboros, jetzt der Sonnenstein. Die Monster können aufatmen, da du Schatzsucher geworden bist. Die Enseide-Elfen haben mich noch nie interessiert. Aber dieser Skalder Eivind, der könnte dir helfen. Hat mir mal was von unzugänglichen Höhlen oder Ruinen oder so erzählt. Wo finde ich ihn? Heute? Zweifellos in Arimjong. Du könntest auch die Perlentaucher Erling und Matthias Fischlung fragen. Die jagen derzeit am Ostende der Bucht. Fischlung? Interessant. So nennt man ihn. Kann stundenlang am Stück tauchen. Niemand weiß, wie er das macht. Aber ich habe einen Verdacht. Du magst ihn nicht besonders? Nichts Persönliches. Ich konnte schon seinen Vater und seinen Großvater nicht leiden. Danke für deine Hilfe. Eins noch, Geralt. Die Vorfahren von Matthias und Erling hätten diese Ruinen schon vor Zeiten geplündert, wenn sie nicht durch irgendeine magische Barriere geschützt wären. Nimm eine Zauberin mit. Zweifellos hast du mindestens eine dabei. Sogar eine ganze Sammlung. Ja, mögen die Götter sich unser erbarmen. Gucken wir uns das mal an. Arendioron. Das ist eindeutig näher, deswegen geht's erstmal da runter. Und dann mal gucken. Der Wind heult. Vielleicht brauchen wir doch ein bisschen länger als gedacht. Für die letzten Hauptquests. Die letzten. Vielleicht hatte sich auch geirrt und es ist noch gar nicht zu Ende. Dann natürlich sieht das Ganze noch anders aus. Das wird sich hier zeigen, wir werden vielleicht beide aufsuchen. Aber was für Lappenköpfe, mal ohne Witz. Der
Gefallen, den Herrin Bran ihrem Sohn getan hat, war ziemlich groß und wild. Ja, ja. Dann bin ich durch. Ich bin ziemlich wild. Blö, blö, blö. Ich habe viel Saft gerade getrunken. Großer Fehler. Du musst länger auf den Kugeln bleiben, um deine Kraft aufbauen. Ich muss gar nichts. So, wir sind so gut wie da. Da ist er.